So, wir sind wieder hier auf dem Optionsstrategien-Kanal und in einem der letzten Videos haben wir über den VVIX gesprochen, einen Volatilitätsindikator. Und heute will ich euch einen anderen Indikator vorstellen, den auch die meisten Aktienhändler, die meisten Optionshändler nicht kennen. Aber wenn man ihn tagtäglich verfolgt, und das ist sehr, sehr einfach, wird er euch in Zukunft auch helfen, Tops an Aktienmärkten frühzeitig zu erkennen. So, dieser Indikator, eigentlich gar kein richtiger Indikator, das sind die sogenannten Distribution Days. Und diese Distribution Days, muss ich kurz ein bisschen ausholen, wo kommen die her? Es gibt ein Buch, das haben wir hier auch schon mal im Kanal vorgestellt, und zwar heißt das, wie man mit Aktien Geld verdient oder wie man mit Aktien richtig Geld verdient, von William O'Neill. Das ist dieser Erfinder dieser Ken-Slim-Methode. Und wir machen euch unten nochmal den Link rein. Also wer das Buch nicht hat, lest das mal. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Da kann man echt viel lernen, auch wenn man nie vorhat, direkt Aktien zu handeln. Aber da wird man nicht dümmer durch dieses Buch. Also ein tolles Buch. So, und dieser William O'Neill, das ist natürlich ein cleverer Geschäftsmann. Der hat in Amerika dann auch einen Börsendienst gemacht. Und dieser Börsendienst heißt Investor Business Daily, IBD. Da gibt es eine Zeitschrift in Amerika, da gibt es ein umfassendes Online-Angebot und kann man abonnieren, muss man jetzt aber nicht. Und in diesem Online-Abo, was es da gibt, da zählen die auch immer die sogenannten Distribution-Tage. Und jetzt muss man kurz wissen, was nützt uns das? Und zwar die Idee dahinter ist folgendes, nämlich stellt euch vor, die meisten denken ja immer, wenn ein Aktienmarkt zusammenbricht, dass das von heute auf morgen passiert. Also nach dem Motto, du hast heute gerade ein neues Hoch gemacht, und ich rede jetzt hier nicht von einer einzelnen Aktie, sondern von einem Index, S&P, Dow Jones, Russell, was auch immer, und dass dann der Crash kommt, nämlich so hier. Und das ist aber totaler Blödsinn. Das wird nie passieren, sage niemals nie. Also wenn jetzt irgendeiner in New York eine Atombombe schmeißt, dann vielleicht schon, aber im Grunde genommen wird sowas nicht passieren, denn Distribution, das heißt die Verteilung auf der Oberseite, die muss immer erst geschehen. Der alte Costolani hat gesagt, die Aktien müssen von den starken Händen in die schwachen wandern. Das heißt also, die Jungs, die nach einem Crash gekauft haben und dann lange Zeit dabei waren, wenn es noch umgeht, die verteilen ihre Aktien. Und deswegen seht ihr ganz häufig solche Bewegungen hier an den Aktienmärkten. Also geht man ein bisschen hoch, geht ein bisschen runter, bis es eben dann irgendwann hier tatsächlich runtergeht. Und das hier oben, das ist eine sogenannte Distributionsphase. Die Aktien werden verteilt vom sogenannten Smart Money, also dem cleveren Geld, ins Dump Money, in das dumme Geld. Das ist ein bisschen ein Begriff, der mir nicht so gefällt, aber letztendlich wird da wahrscheinlich viel Wahres dran sein. So, und das führt halt einfach dazu, oder dazu ist es natürlich notwendig, wenn ich Aktien verteilen möchte, dass ich die Märkte eine gewisse Zeit oben halte. Und nun wäre es ja für jeden von uns recht interessant zu erkennen, wann wird denn ein Markt oben gehalten und wie erkenne ich denn, wann es Verteilung auf der Oberseite gibt. Und William O'Neill und sein Team bei Investor Business Daily, die haben da eben was sehr Interessantes entdeckt und erforscht, nämlich die sogenannten Distributionstage, also diese Verteilungstage. Und das ist eine ganz einfache Sache, die ihr euch jeden Tag anschauen könnt. Dauert ungefähr so 5 Sekunden, je nachdem, wie schnell eure Augen sind. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Stellt euch vor, ihr habt einen Markt, der in einem Aufwärts- oder Seitwärtstrend ist. Und hier können wir eine ganz einfache Sache machen. Nehmt euch einen Markt her und schaut euch von mir aus einen 200er gleitenden Durchschnitt an. Und solange eben der S&P über diesem 200er gleitenden Durchschnitt ist, geht davon aus und sagt, okay, dann ist es ein Markt in einem Aufwärts- oder Seitwärtstrend. Nur diese Marktphase zählt. Also wir wollen ja das hier haben. Ne? So, wir wollen nicht diese Marktphase haben. Die ist für uns jetzt vollkommen uninteressant. Die wollen wir ja gerade erkennen, bevor es losgeht. Wir wollen diese Phase hier erkennen. So, und jetzt ist es natürlich so, was müssen denn die Großen machen? Die Großen müssen natürlich, wenn sie ihre Aktien verteilen wollen, also die Institutionellen, die müssen natürlich verkaufen. So. Und wie könnte man das jetzt messen, dieses Verkaufen? Das geht relativ, oder nach der Methode jedenfalls von Investor Business Daily folgendermaßen. Die messen einfach und die nehmen dazu her den S&P 500, 500 Aktien drin, breiter Aktienmarkt, und die nehmen den Nasdaq her,
Weil im Nasdaq hast du eben das ganze heiße Geld, die ganze Technologie und so weiter, die jungen Wachstumsunternehmen. Und dann gehen die her und sagen, also es muss zwei Voraussetzungen geben, nämlich erstens, der Tag muss mindestens mit minus 0,2% enden. Also es muss ein Minus von mindestens 0,2% oder mehr sein. Es darf auch 0,35 irgendwas sein, aber mindestens 0,2%. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, das Volumen muss gegenüber dem Vortag ansteigen. Nicht gegenüber der Woche und sonst, es muss mehr sein als der Vortag. Und dann sagt man, okay, das kennzeichnet institutionelles Verkaufen. Ganz klar, wenn die großen Instis abladen, wenn die ihre Portfolios leeren, dann bringen die Volumen in den Markt. Das Verkaufen ist das hier. Das erkennt man, dass der Markt runtergeht. Wenn der Markt aber nur unter ganz geringem Volumen runtergeht, dann heißt das, naja gut, die Großen waren da nicht so beteiligt. Wenn aber das Volumen ansteigt gegenüber dem Vortag, dann zeigt das eben, aha, es werden mit großer Wahrscheinlichkeit Institutionelle gewesen sein, die da auf die Taste gedrückt haben. Und jetzt zählt man das ganz einfach und merkt und sieht einfach, okay, wie häufig sind denn diese Distributionstage? Nun kann man das natürlich nicht für alle Ewigkeiten fortschreiben und deswegen gibt es eine zweite Regel bzw. Ergänzung, nämlich dass man sagt, 25 Tage. Wenn du also so einen Distributionstag hattest und nach 25 Börsenhandelstagen, ganz wichtig, keine normalen Tage, sondern 25 Börsenhandelstage, das ist dann etwas mehr als ein ganzer Monat mit Börsensitzungen, dann fällt der wieder weg. Ne? Also das heißt, du schreibst dir, heute kommt so ein Tag, du bist in einem Aufwärtstrend oder einem Seitwärtstrend, du siehst, der Markt ist gestern minus 0,2% oder mehr gefallen, das Volumen gegenüber dem Vortag ist angestiegen, ihr seht das auch in dem Chart, den wir hier immer mal wieder einblenden, und da seht ihr, okay, das Volumen ist angestiegen, der Markt ist gefallen, dann ist das ein Distributionstag. Und dann schreibst du dir einfach auf, okay, heute ist der passiert und zählst einfach 25 Handelstage weiter und dann kannst du ihn wieder streichen. Und was ist jetzt das Interessante, gerade auch an der aktuellen Marktphase, wir sind ja jetzt hier Ende August, Anfang September 2015. Wenn du dir den Chart anschaust, den wir hier einblenden, dann siehst du, dass es gerade jetzt, bevor es zu diesem schwarzen Montag an der Börse kam, eine ganze Reihe dieser Distributionszahlen gab. Also im S&P zum Beispiel gab es 9 Stück. Innerhalb der letzten 25 Handelstage gab es 9 Distributionstage. Und das deutet einfach darauf hin, dass die Großen wirklich verkauft haben. Und deswegen war es auch nicht so ganz überraschend. Natürlich, die Heftigkeit war super überraschend. Dass also wirklich diese 130 Punkte im S&P fällt, das war mega überraschend. Aber, dass wir in einer Umverteilungsphase sind, dass wir nicht mehr in diesem großen Bullenmarkt der Jahre 2014, 2013 sind, das konnte man eigentlich schon das ganze Jahr relativ gut erkennen. Und das heißt natürlich für euch nicht, dass ihr dann sofort eure Portfolios leeren müsst und dass ihr dann jetzt auf fallende Kurse setzen müsst, aber es zeigt euch eben, da ist irgendetwas im Gange. Wie gesagt, würde der Markt auf ein neues Hoch ausbrechen und die 25 Tage würden vergehen, dann streicht man die einfach wieder nach und nach und dann ist alles wieder gut. Jetzt im Abwärtstrend, wo wir uns jetzt gerade befinden, gibt es keine Distributionstage, sondern das gibt es eben nur auf der Oberseite. Dann müssen wir nur noch herausfinden, wie wir den unteren Punkt bekommen, nämlich Akkumulationstage. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Das war aber heute erstmal das, Distribution, wie man oben verteilt. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr wissen wollt, Distributionstage, wie kann man das anwenden, ich habe es nicht ganz verstanden oder ich will noch eine Erläuterung dazu, wie immer hier in die Kommentare. Und wir stellen auch immer mal solche Charts zum Beispiel auf unsere Facebook-Seite. Deswegen, wenn ihr bei Facebook seid, liked unsere Seite, werdet Fan, wie man das heutzutage so schön sagt. Und dann seht auch immer mal, wir stellen das immer mal rein und machen das. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Servus, macht's gut. Bye, bye.